Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Starship Booster mit Schlagseite. Viel Spaß! Ich habe noch vor gar nicht so langer Zeit gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass nach dem ersten Orbitalflug der Booster einfach so im offenen Meer landet. Mittlerweile hat Elon Musk das bestätigt, dass genau das passieren wird. Ganz ähnlich zu den Falcon 9 Boostern, mit denen weiches Aufsetzen auf dem Meer geübt wurde, bis es dann zu einer erfolgreichen Landung an Land kam. Das war schon bei einem 50 Meter hohen Falcon 9 Booster beeindruckend. Noch viel beeindruckender würde das für einen fast 70 Meter hohen Starship Booster werden. Wir schauen uns heute an, ob und wie ein Starship Booster nach einer soften Landung im offenen Meer schwimmt und steigen dabei noch tiefer in das Thema Hydrostatik ein. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter ins Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Episode von Senkrechtstarter. Und Samstag jetzt neuerdings die News. Die Infografik, die ich hier zeige, ist übrigens von Tony Behler. Vielen Dank, Tony, dass ich die hier benutzen darf. Wenn ihr Tony Behler noch nicht kennt, schaut unbedingt auf seiner Website vorbei und abonniert seinen Twitter-Account. Ich finde alle seine Grafiken großartig illustriert. Durch solche Grafiken und Renderings können wir uns diese eigentlich völlig verrückten Pläne von SpaceX besser vorstellen. Wie ein möglicher Orbitalflug aussehen könnte, habe ich ja zusammen mit Neas versucht zu entschlüsseln. Mittlerweile haben wir eine Vielzahl neuer Infos von Elon Musk bekommen und so sind einige Annahmen überholt. Wir glauben aber immer noch an einen 420x69 Orbit. Interessanterweise hat Elon Musk in dem Interview mit Tim Dodd gesagt, dass er sehr davon ausgeht, dass Starship und Booster bei diesem ersten Flug zerstört werden. Selbst wenn der Booster abhebt und vor der Stufentrennung explodiert, würde er diesen ersten Flugversuch noch als Erfolg werten. Das klingt schon so, als wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Chip oder Booster in einem Stück bleiben, sehr gering. Trotzdem erreicht mich immer wieder die Frage, ob der Booster nicht doch die Wasserlandung nach der Stufentrennung überleben könnte. Und ob ich mit meiner Einschätzung, dass der Booster nach dem Aufsetzen auf die Wasseroberfläche einfach umfällt, nicht falsch liege. Schließlich könnte der Booster ja wie eine Boje aufrecht, senkrecht schwimmen. Ja, um das Problem zu verstehen, tauchen wir sprichwörtlich in einen Teilbereich der Physik ab, genauer der Mechanik. Wir beschäftigen uns mit der Hydrostatik und dem Schwimmverhalten von Körpern. In meinem ersten Video zu diesem Thema habe ich das archimedische Prinzip erklärt. Archimedes, genau, das war der Dude mit der Krone und der Badewanne. Das archimedische Prinzip besagt, dass ein Körper schwimmt, der die gleiche Menge an Flüssigkeit verdrängt, die er selbst wiegt. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, würde ich dir empfehlen, das als Vorbereitung zu schauen. Welche Schwimmlage ein Körper einnimmt und wie stabil diese Schwimmlage ist, können wir mit dem Wissen aus diesem ersten Hydrostatik-Video aber noch nicht sagen. Ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Menschen intuitiv für die Stabilität von Schwimmlagen ein gutes Gefühl haben. Oft wird aber falsch begründet, warum die eine Schwimmlage stabil ist und die andere dagegen nicht. Du hast bestimmt selbst schon die Erfahrung gemacht, dass wenn du dich in ein kleines Boot setzt, das Boot kippliger ist, wenn du dich aufrichtest oder sogar hinstellst. Sie sagen dann auch, das Boot fühlt sich stabil an oder eben das Gegenteil, oha, das sieht aber unstabil aus. Und hier ist deine Intuition völlig richtig, dass das Schiff stabiler ist, wenn dein Gewicht weit unten im Schiff ist. Die häufigste Erklärung, die leider für die meisten Schiffe nicht zutrifft, begründet das mit der Idee, dass sich dafür der Auftriebsschwerpunkt über dem Gewichtsschwerpunkt befinden muss. So ähnlich wie bei einem Stehaufmännchen, das sich ja auch nach der Auslenkung immer wieder aufrichtet. Aber nur sehr wenige Schiffe sind tatsächlich mit einem so niedrigen Gewichtsschwerpunkt gebaut. Beispiele dafür wären U-Boote oder Segelboote, bei denen das funktionsbedingt ist. Bei der Mehrheit der Schiffe, die da draußen rumfahren, ist der Gewichtsschwerpunkt tatsächlich aber über dem Auftriebsschwerpunkt. Wie soll das denn gehen? Wenn die Schiffe dann dynamisch ausbalanciert wie ein aufrechter Bleistift auf dem Finger? Oder braucht der Kapitän von einem großen Kreuzfahrtschiff dann einen Motorradführerschein, damit er sich beim Drehkreis in die Kurve legen kann, weil sonst das Schiff umfällt? Das ist alles Blödsinn, habe ich aber tatsächlich schon mal in einem Forum einer großen deutschen Zeitung nach dem Costa Concordia-Unglück gelesen. Dann jetzt hier die richtige Erklärung. Wie du aus meinem letzten Video zur Hydrostatik vermutlich schon weißt, ist die Auftriebskraft ein Resultat aus dem Wasserdruck auf die benetzte Fläche eines schwimmenden Körpers. Tauche ich den Schwimmkörper weiter ein, nimmt der Druck unter dem Körper zu. Wenn ich das Schiff dann wieder loslasse, drückt das Wasser das Schiff wie einen Korken nach oben in die Ausgangslage. Eben so weit, bis wieder Gleichgewicht zwischen Auftrieb und Gewicht herrscht. Das Fachwort für diesen Ruhezustand wäre Equilibrium. Und warum können Schiffe dann auch sinken? Nun ja, wenn ich so weit drücke, dass von oben Wasser in mein Schiff laufen kann, nimmt das Schiffsgewicht so sehr zu, dass der Auftrieb eben nicht reicht, um das Schiff weiter schwimmen zu lassen. Okay, das beschreibt das senkrechte Ein- und Austauchen. Was passiert hingegen, wenn ich den Körper verdrehe? Hier passiert etwas Ähnliches. Der Druck auf der Seite, zu der ich drehe, nimmt zu und so wandert der Auftriebsschwerpunkt zu dieser Seite aus. Lasse ich den Schwimmkörper dann wieder los, befindet sich die Auftriebskraft und die Gewichtskraft nicht in einer Wirklinie und erzeugen ein Drehmoment.
Und dieses Drehmoment möchte das Schiff wieder in seine Ausgangslage drehen. Bei diesem Kräftepaar, das den Schwimmkörper wieder aufrichten will, spricht man auch von aufrichtendem Moment. Aufrichten ist dieses Kräftepaar aber nur bis zu dem Punkt, wo die Wirklinie des Gewichtsschwerpunkts beim Drehen noch näher an der Mittellinie ist als die Auftriebskraft. Überschreitet man diesen Punkt, haben wir kein aufrichtendes Moment mehr aus diesem Kräftepaar. Die Situation kehrt sich sogar um. Der Gewichtsschwerpunkt liegt weiter außen als der Auftriebsschwerpunkt. Jetzt verstärkt das Kräftepaar die Verdrehung sogar und unser Schwimmkörper kippt um, bis zu dem Moment, wo wir eine neue stabile Schwimmlage erreichen oder eben einfach der Kahn absäuft. Und hier wird auch ersichtlich, warum Decken mit deiner Intuition die Höhe des Gewichtsschwerpunktes eine Rolle für die Stabilität spielt. Denn wenn sich das Schiff zur Seite neigt, wandert ein hoher Gewichtsschwerpunkt viel schneller seitlich aus als ein niedriger Gewichtsschwerpunkt. Nicht die Höhe des Schwerpunkts ist dann das eigentliche Problem, sondern der daraus resultierende viel längere Hebel. Im schlimmsten Fall ist dieser Hebel so groß, dass das Schiff unter Eigengewicht einfach umkippt. Man sagt auch kentert. Und auch hier können wir vielleicht auf deine Intuition zurückgreifen. Du hast bestimmt die Erfahrung gemacht, dass breite Schiffe oder ein Floß stabiler sind als ein schmales, schnelles Kajak. Und auch das können wir uns geometrisch erklären. Bei einem breiten Schiff wandert der Auftriebsschwerpunkt viel schneller seitlich aus als bei einem schmalen Schiff. Die Animationen, die ich hier einbinde, sind von dem frei zugänglichen Blog von Bartosz Cichanowski. Das habe ich vermutlich ganz fürchterlich ausgesprochen. Entschuldigung. Seine Seite finde ich total super und da kannst du durch Regler mit unterschiedlichen Schiffsformen und Gewichtsschwerpunkten spielen. Aber was für Kräfte wollen ein schwimmendes Schiff denn drehen? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Klassiker wäre zum Beispiel Windlast. Gerade bei Kreuzfahrtschiffen, die ja sehr hoch sind, um möglichst viele Außenkabinen mit Balkon unterzubringen, hat man da mitunter ein Problem. Diese Hochkantbretter bieten dem Wind eine enorme Angriffsfläche. Dazu kommt dann noch, dass durch die Höhe des Hebelarms dieses Windmoment sehr groß ist, was sich dann auch weiter negativ auswirkt. Aber zurück zur Schwimmstabilität. Etwas, das sich auch negativ auf die Stabilität auswirkt, sind teilgefüllte Tanks. Das mag jetzt paradox klingen, aber es gibt Fälle, in denen halbgefüllte Tanks für die Stabilität schlechter sind als schwere, vollständig gefüllte Tanks. Das hängt damit zusammen, dass Flüssigkeiten ihre freien Oberflächen halten wollen. Das heißt, wenn du ein gefülltes Glas neigst, ne, dann bleibt ja die Oberfläche horizontal und folgt nicht der Neigung des Glases. Wenn du dir das jetzt in einem Schiff vorstellst, bedeutet das, dass wenn sich das Schiff neigt, die Flüssigkeiten in den teilgefüllten Tanks in die Richtung der Drehung fließt. Das ist für die Stabilität natürlich immer Mist, weil man de facto ein zusätzliches krängendes Moment berücksichtigen muss, genau in der Richtung, wo man es nicht gebrauchen kann. Dem kann man konstruktiv begegnen, indem man die Tanks unterteilt. Das verhindert dann, dass große Mengen an Flüssigkeiten komplett rüberfließen können, was das Problem verbessert. Und das Problem mit den teilgefüllten Tanks haben wir ja tatsächlich auch bei Starship-Boostern, die bei der Landung noch Resttreibstoff in den Tanks haben. Bevor wir uns gleich das Schwimmverhalten der Starship-Booster anschauen, hat dir mein Video bis hierher gefallen? Ja, dann nicht vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrttechnik-Videos sehen magst, abonniere unbedingt den Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und neuerdings Samstag die News. Und wenn du es genauso wichtig findest wie ich, dass der deutsche Sprachraum sich für Raumfahrt begeistert, kannst du meine Arbeit durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Aber jetzt wirklich zum Schwimmverhalten des Starship-Boosters. Wie in meinem ersten Video zu Schwimmverhalten hatte ich ja gesagt, dass ein schwimmender Körper die Masse an Flüssigkeit verdrängt, die er selbst wiegt. Ich sage hier bewusst Masse, denn es geht ja nicht nur um das Volumen, sondern auch um die Dichte der Flüssigkeit. Wo wäre das relevant? Naja, durch den unterschiedlichen Salzgehalt sind Schiffe im Meer zum Beispiel etwa 3% tragfähiger als zum Beispiel in Süßwasser. Lass uns das doch einfach mal am Booster durchsprechen. Elon hatte in dem Interview mit Tim Dodd gesagt, der Booster wiegt vermutlich 160 Tonnen plus 20 Tonnen an Treibstoffresten. So wären wir bei gut 180 Tonnen. Da wir das Boostergewicht also in etwa kennen, wissen wir auch, wie viel Wasser der Booster verdrängen muss, wenn er schwimmen soll. Nämlich die Menge an Wasser, die dem Boostergewicht entspricht, also 180 Tonnen. Wenn wir vereinfachend annehmen, dass eine Gewichtstonne etwa 1 Kubikmeter Wasser entspricht, brauchen wir also 180 Kubikmeter Volumen. Wir müssen also 180 Kubikmeter Volumen eintauchen, damit der Auftrieb so groß ist wie das Gewicht des Boosters. Das klingt erstmal viel, aber wenn wir uns überlegen, dass die Zylinderfläche eines 9 Meter breiten Starship-Boosters ja schon mal über 63 Quadratmeter hat, steigt die Verdrängung ja um 63 Kubikmeter für jeden Meter, den wir den Zylinder eintauchen. Das heißt, schon bei knapp 3 Meter Eintauchen kommen wir auf die gewünschte Verdrängung. Aber so oder so schwimmen könnte der Booster schon mal theoretisch nach der Landung. Auch wenn du vermutlich direkt das Gefühl hast, dass 6 Meter Tiefgang bei einem 70 Meter hohen Booster nicht besonders viel sind. Aber machen wir erstmal weiter. Wie wir ja eben besprochen hatten, müssen wir für die Stabilität wissen, wo sich Gewichtsschwerpunkt und Auftriebsschwerpunkt befindet. Die 20 Tonnen Treibstoffreste, von denen Elon spricht, teilen wir nach dem Verhältnis auf, wie die Raptoren Sauerstoff und Methan verbrennen. Das wären dann bei einem Verhältnis von 3,5 zu 1 etwa 16 Tonnen Sauerstoff zu 4 Tonnen Methan. Auch wenn bei so einem Prototypen bestimmt nicht alles perfekt mittig ist, nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass alle Gewichte sich mittig auf der Centerline befinden.
Was wir aber wenigstens grob bestimmen müssen, ist die Höhe der Massenschwerpunkte. Alles wie gesagt Schätzungen, aber zum Beispiel bei den 3 Meter hohen Raptoren würde ich den Gewichtsschwerpunkt mal auf 2 Meter Höhe ansetzen. Die größte Strukturmasse ist die Tanksektion. Ihr Schwerpunkt wird vermutlich auf einer Höhe etwa 36 Meter über Basis liegen. Die Zwischenstufe nehmen wir konservativ mal mit einer Höhe von 69 Meter über Basis an. Die Treibstoffreste mit 16 und 4 Tonnen nehmen wir knapp über den jeweiligen Tankböden an. Das kommt dir jetzt vermutlich ziemlich grob vor, aber um eine Idee zu bekommen, wie das Problem aussieht, reicht oft Peilen über den Daumen. Aus diesen einzelnen Positionen können wir einen gemeinsamen Gewichtsschwerpunkt errechnen. Dafür multiplizieren wir jedes Einzelgewicht mit seiner Schwerpunkthöhe über Basis und summieren das alles auf und teilen diese Summe durch das Gesamtgewicht. Das Ergebnis ist die gemeinsame Schwerpunkthöhe aller Massen. In unserem Fall kommen wir so auf den gemeinsamen Massenschwerpunkt in 25 bis 26 Meter Höhe. Auf die Lage des Auftriebsschwerpunkts kommen wir, wenn wir die Tanksektion oberhalb der Triebwerke als Zylinder annehmen, der wie eben beschrieben 3 Meter eintaucht. Und aus der Geometrie weißt du, dass bei so einfachen Körpern wie Zylindern oder Quadern der Volumenmittelpunkt in der Mitte ist, was sich mit dem Auftriebsschwerpunkt deckt. Das heißt, der Auftriebsschwerpunkt liegt auf der Hälfte der 3 Meter Eintauchung. Auf diese 1,5 Meter addieren wir noch die 3 Meter Triebwerkshöhe, damit der Auftriebsschwerpunkt sich auch auf die Basis bezieht, genau wie der Massenschwerpunkt. Was passiert, wenn wir den Booster aus der Anfangsschwimmlage jetzt loslassen? Ja, schon die kleinste Schrägstellung durch Wellen, Wind oder sonstige Kräfte führt dazu, dass der Gewichtsschwerpunkt nicht über dem Auftriebsschwerpunkt liegt und das Ding einfach kippt. Da wir nur ein sehr kleines Unterwasserschiff haben, reicht das eintauchende Volumen aber nicht aus, um das Moment aus dem Gewicht und dem Hebel, das aus der seitlichen Auswanderung entsteht, zu kontern. Die Rückstellkräfte sind um ein Vielfaches kleiner als das Kippmoment des Gewichts. Und je weiter der Booster sich neigt, umso stärker wird noch dieses Moment. Die Schwimmlage ist also instabil und so fällt der Booster definitiv spätestens nach dem Aufsetzen und Eintauchen um wie ein gefällter Baum. Das hat Spacecom gestern extra noch für mich visualisiert. Super cool. Vielen, vielen Dank, Jakob, für das spontane Rendering. Hashtag Team Space. Ja, folgt Jakob unbedingt auf Twitter und YouTube, damit er weiter daran bleibt und so coole Renderings für die Community macht. Aber zurück zur Stabilität. Der Gewichtsschwerpunkt ist einfach viel zu hoch und der Booster viel zu schmal, um eine aufrechte Schwimmlage zu halten. Und was ist mit den freien Oberflächen in den Tanks? Naja, die würden das Problem ja nur noch verschlimmern. So war es ganz gut, dass wir sie in der Überschlagsrechnung vernachlässigt haben, da wir eh rauskriegen, dass der Booster in diesem Fall niemals aufrecht schwimmen bleibt. Ich bin ja der Meinung, dass der Booster selbst, wenn er die weiche Landung auf dem Meer überlebt, spätestens beim Umfallen ex geht. Ja, und dass der Booster so konstruiert ist, dass er gefangen werden kann, ist für das Umfallen meiner Meinung nach nicht unbedingt aussagekräftig. Eine Konstruktion auf Zug zu belasten, ist viel einfacher, als sie auf Biegung auszulegen. Aber vielleicht schätze ich die Konstruktion des Starship Boosters auch völlig falsch ein. Sollte der Booster das Umfallen überleben, müsste sich ja ein Zustand finden lassen, auf dem der Booster dann einigermaßen stabil liegen bleibt. Auf dieser Hydrostatik-Visualisierung, die für jeden Krängungswinkel die Schwimmlage und den Auftriebsschwerpunkt berechnet, sieht man ganz gut, was mit dem Schwerpunkt während des Umfallens passiert. Wir sehen, wie der Booster beim Umfallen immer mehr auf der Seite eintaucht, zu der er sich neigt. Gleichzeitig taucht auf der anderen Seite immer mehr Volumen aus. Insgesamt muss dieses Volumen ja der Verdrängung der 180 Tonnen Boostergewicht entsprechen. Das heißt, wenn auf der einen Seite Verdrängung dazukommt, muss an der anderen Stelle Verdrängung wegfallen. Was man in dieser Animation auch gut sieht, ist das Verhalten der Schwerpunkte. Während der Gewichtsschwerpunkt ja seine Position im Booster hält, sieht man, wie der Auftriebsschwerpunkt mit dem eintauchenden Volumen seitlich auswandert. Erst wenn sich der Auftriebsschwerpunkt unter dem Gewichtsschwerpunkt befindet, wird wieder eine stabile Schwimmlage erreicht. Für ein so großes Fass ist der Booster mit 180 Tonnen ziemlich leicht, weswegen er auch sehr weit aus dem Wasser ragt. Sollte er, wie gesagt, die Landung oder das Umfallen tatsächlich überleben. Die Endschwimmlage hat Jakob übrigens ziemlich gut getroffen. Fass ist das richtige Stichwort. Vielleicht kennst du ja auch diese Szene in Cartoons, wenn die Charaktere auf einem Fass oder Baumstamm laufen und sich diese Tonnen dann anfangen, unter den Füßen zu drehen. Das ist gar nicht so weit hergeholt, denn Zylinder sind, was Stabilität angeht, ganz miserable Schwimmkörper. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Naja, dadurch, dass ein Zylinder im Querschnitt rund ist, taucht eben kein zusätzliches Volumen an den Seiten ein, wenn der Zylinder sich dreht. Wenn man beispielsweise an einem Schiff einen eher kastenförmigen Rumpfquerschnitt hat, kommt beim Verdrehen ja Verdrängung außen an den Ecken dazu. Gleiches, wenn man eine Schiffsform hat, wo die Bordwand oben nochmal breiter wird. Weil diese Geometrie für zusätzliche Stabilität sorgt, spricht man sinnvollerweise auch von Formzusatzstabilität. Schiffe, bei denen sich die Bordwand nach innen neigt oder das Deck zu Wasser kommt, verlieren hingegen sehr schnell an Stabilität. So kann selbst ein breiter, auf den ersten Blick stabiler Ponton oder ein Floß sehr schnell kentern, sollte sein Deck zu Wasser kommen. In einem Video, das sich mit Hydrostatik beschäftigt, muss wenigstens einmal das Wort Metazentrum vorkommen.
Mit dem Konzept des Metazentrums können relativ einfach die Anfangsstabilität von Schwimmkörpern bestimmt werden. Wenn du bis dahin deine Intuition zur Hydrostatik und stabilen Schwimmlagen noch weiter verbessern möchtest, empfehle ich dir wie gesagt sehr die frei zugängliche Seite von Bartosz Cichanowski, wo du mit Reglern mit unterschiedlichen Schiffsformen und Gewichtsschwerpunkten spielen kannst. So kannst du live verfolgen, wie sich diese Änderungen auf das Schwimmverhalten auswirken. Ich wünschte, das hätte es in der Vorlesung an der TU gegeben. Stattdessen haben die uns mit Integralzeichen beworfen, um eigentlich ganz einfache Zusammenhänge zu erklären. Aber ich schweife ab. Vielen Dank, Bartosz, dass ich diese Animation hier verwenden durfte. Ich hoffe, dir hat mein Ausflug in die Hydrostatik gefallen. Tatsächlich hören wir jetzt an einem Punkt auf, wo es gerade erst richtig spannend wird. Aber wenn das gewünscht wird, können wir gern noch weiter in die Hydrostatik einsteigen. Worum es hier nächste Woche geht, das spoilere ich nach der Danksagung. Ganz großes Dankeschön geht, wie gesagt, an Bartosz Cichanowski dafür, dass ich mich auf seiner hervorragenden Seite bedienen durfte. Bei Toni Behler für die mega guten Infografiken und bei Jakob für das spontane Rendering des Schwimmverhaltens. Supergeil! Besonderer Dank geht auch wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür, ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, andere Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Nächste Woche geht es hier um die Hitzeschutzkacheln von SpaceX. Wenn du diese und weitere spannende Folgen über Raumfahrttechnik nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und neuerdings Samstag die News. Ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.